Hier im Fugger und Welser Erlebnismuseum wird die Bedeutung der beiden Augsburger Handelshäuser im 16. Jahrhundert fast greifbar. Es waren international und global agierende Konzerne mit Milliardenumsätzen und Tausenden von Arbeitnehmern. Es ging um Bodenschätze wie Kupfer, Silber oder Gold und auch der Sklavenhandel spielte eine Rolle. Und es ging um Handelsrouten. An der Unternehmensspitze saßen die jeweiligen Patriarchen der Familie. Der bekannteste ist heute noch Jakob Fugger, genannt der Reiche. Der Historiker Mark Häberlein sprach im Museum über Geld und Glaube im Zeitalter der Reformation. Luther wollte großen Handelshäusern einen Zaum ins Maul legen, wollte Kauf- und Kreditgeschäfte ethischen Regeln unterwerfen. Jakob Fugger lehnte das und auch Luthers Glaubenslehre komplett ab. Auf der einen Seite war er schon davon überzeugt, dass er damit eigentlich mehr Nutzen als Schaden stiftet. Er sagt das auch mal, ich bin reich von Gottes Gnaden, jedermann ohne Schaden. Modern gesprochen, er hat natürlich Arbeitsplätze geschaffen, nicht nur für Handelsdiener, sondern auch im Bergbau. Und dann hat er natürlich auch von seinem Reichtum wieder was abgegeben durch die Stiftung der Fuggerkapelle, aber natürlich vor allem durch die Fuggerei, also dass er sozusagen hier auch das damals größte soziale Wohnungsbauprojekt in Europa finanziert hat. Kirche, Politik und Gesellschaft waren schon damals aufs Engste verzahnt. Die kirchlichen Finanzgeschäfte der Fugger oder auch der Welser waren normale Geschäftszweige, die immer wieder durch persönliche Kontakte gefördert wurden. Tja, aber verdammt nochmal, das viele Geld, das sind die Kurfürsten überhaupt wählen. Geld für seine Armeen, Geld für seine Verwaltung, Geld für seine alten Schulden. Das wird immer noch ganz schwindlig, wenn ich daran denke, wie viel wir aufgebracht haben. Mehr als 850.000 Gulden. Kaiser und Kirche brauchten einerseits ein Bank- und Wechselsystem, das es ihnen ermöglichte, Gelder zu transferieren, andererseits aber auch immer wieder Kreditgeber. Die hatten viele Einkünfte. Das Problem war natürlich, das Geld musste erstmal eingenommen werden. Das hat natürlich gedauert. Also man muss sich vorstellen, wenn hier etwa Ablassbriefe oder auch Zehnteinnahmen, irgendwelche kirchlichen Einkünfte, wenn die da in einzelnen Dörfern eingenommen werden, dann in den Städten zusammenfließen und dann muss das Geld also letztlich an den Bischofssitz und dann nach Rom. Das ist natürlich sehr langwierig, aber Verwaltungskosten oder Repräsentationskosten, die fallen halt im Zweifelsfall schneller an. Und also dafür wurde natürlich dann auch Kredit gebraucht, um diese Zeit zu überbrücken. Die Familie Fugger hat bis heute in ihren verschiedenen Familienzweigen Eigentum und Vermögen bewahren können. Die Fuggerei ist ein Beispiel dafür. Die Fugger haben in Grundbesitz investiert und vielleicht auch ein bisschen mehr Glück und Können bei ihren Investitionen gehabt. Die Welser dagegen gingen unter. Sie gingen Anfang des 17. Jahrhunderts bankrott. Nicht mal das Firmenarchiv blieb erhalten. In ihrer Blütezeit waren sich die Augsburger Familien aber durchaus ebenbürtig. Es gibt keine direkten Familienbeziehungen, es gibt nie eine Heirat zwischen Fuggern und Welsern. Aber man kannte sich natürlich, man hat in Augsburg sich etwa auf der Herrenstube oder auf der Kaufleutestube getroffen. Aber man hat auch immer wieder gemeinsam Geschäfte gemacht. Ein berühmtes Beispiel ist die erste Indienfahrt unter deutscher Beteiligung. 1505 beteiligen sich sowohl Fugger als auch Welser an der Finanzierung einer portugiesischen Indienflotte. Und bei der Anbahnung solcher Geschäfte oder später dann auch bei den Krediten an Karl V., da hat man sich natürlich auch direkt abgesprochen. Die Fugger und Welser haben Augsburg geprägt. Sie gehörten zu den ersten Global Playern der Geschichte. Sie machten Geschäfte mit der Kurie in Rom und den deutschen Bischöfen. Aber das war nur ein Geschäftszweig unter vielen. Welches Unternehmen würde Jakob Fugger wohl gründen, wenn er heute leben würde? Schade, dass wir das nicht wissen können.